Hallo und wir sind wieder zurück. Wir sind auf der Suche nach Haaren. Wir gucken mal, wer hier denn alles so rumsteht. Da oben ist ein Lüftungsschacht. Vielleicht kommen wir dahin. Hoffentlich kommen wir dahin. Oh, wir kommen da nicht so einfach hin. Wir könnten da hochspringen und von da oben irgendwo anders hin. Ich weiß nicht, wie wir das bewerkstelligen sollen. Vielleicht können wir da schnell in die Lockers und uns hier irgendwie unterbringen erstmal. Geld einsammeln. Hier unten scheint keiner zu sein. Zumindest vorerst nicht. Deswegen sind wir hier erstmal sicher. Wir müssen hier, wie gesagt, die Haare besorgen für Suchong. Der will nämlich Haarproben haben. Und zwar die Fink hat in einem Glas in seinem Labor. Weiß noch nicht, wie wir das genau bewerkstelligen sollen. Die können die auch hier nicht so richtig reinlocken. Glaube ich. Wir können hier rumgehen. Da oben gibt es eben diesen Schießapparat. Mist. Ich weiß auch nicht, ob wir den Typen hier platt kriegen. Ich bin gar nicht hier, also. Ich bin gar nicht da. Das Ding müssen wir auf jeden Fall gleich beeinflussen. Ich hau gleich mal hier ab. Ah, das Ding ist echt gefährlich, was da rumsteht. Vielleicht können wir das ja bezaubern. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Wieso ist es wieder Väterchen Voss drin? Ich benutze ihn doch gar nicht. Zack, Head off. Haben wir dir mal den Kopf weggepustet? Ich hoffe, den Fall kriegen wir wieder. Ich weiß noch nicht, was wir genau mit dem Ding hier machen sollen. Ja, sorry, muss ich leider so machen. Das Ding müsste ja jetzt für immer unser Freund sein. Irgendwann muss das Vieh ja wieder zurücklaufen. Das Vieh. Na, die Frau, natürlich. Frauen sind keine Viecher. Tja, ich habe starke Freunde. Die wird gleich so wieder einen Fehler machen. Und dahin gehen. Na komm schon, geh da hin. Tja, muss ich das halt machen? Was soll ich denn machen, bitteschön? Ich kann sie ja auch nicht ewig da rumstehen lassen. Deswegen, sorry, tut mir leid, aber irgendwer musste mal hier handeln und reagieren und in dem Fall war es ich. Das Eve nehmen wir auf jeden Fall mit, wir brauchen Eve. Das Vieh haben wir in unsere Kontrolle gebracht. Mussten wir leider auch mehr oder weniger machen.
Unten haben wir noch mehr Eve, da oben könnten wir hin. Das werden wir auch mal jetzt machen. Weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Weiß auch nicht, ob wir uns hätten hinschleichen können sollen. Keine Ahnung. Ich dachte, was macht das für hier für Geräusche? Aber das sind ja wir. Columbia Authority. Das sind irgendwie alle unten. Da oben ist auch noch einer. Die Haarprobe finden. Der weist uns wieder natürlich zurück. Gegen Schaden, aber weiterhin anfällig gegen Betäubungs- und Gaspfeile. Ja, das ist mir egal. Ich benutze hauptsächlich dieses ganze Betäubungsquatschzeug. Ich höre hier niemanden. Sind wahrscheinlich wirklich alle unten, oder was? Jesus is right in here. Say, somebody, fetch me a millionaire to clean this mess up. Oh Mann, da unten geht's richtig zur Sache. Richtig viele Vox. Den Typen wollen wir ausschalten. Das Licht ganz schön geflackelt. Geflackelt. Ja, ja, wer kennt es nicht? Es ist mal wieder Zeit für ein Vibe. Wo läuft der Penner hin? Schichtwechsel. Weil der tatsächlich runterläuft. Da hatten wir jetzt gerade Glück und Unglück. Ich wollte gerade die ganze Zeit wechseln, aber es ging gerade absolut gar nicht. Comstock promises there's nothing to be worried about, but I don't like the smell of things down in Finkton. Not one bit. If trouble rears its ugly head in the form of one cantankerous negress, I've laid in some supplies in the event of a forced evacuation. They're down in what I call my chamber of panic, near the base of my statue. I've set the code to 8371. Oh, da kommt er. Oh, oh, schnell, 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 schnell. Wir sind unsichtbar. Who's there? Nobody. Also, es gibt scheinbar eine geheime Panikraum von Fink. Deswegen werde ich das jetzt gerade mal nicht vorlesen. Das hat man relativ gut verstanden. Der hat irgendwas auf jeden Fall gegen Finken. Der findet es da echt mies und so. Ja, aber er hat einen Panikraum-Knopf. Und die Haarprobe. Was war das? Oh, Limonade. Ja, die nehme ich natürlich. Gesundheit brauchen wir nicht. Ich dachte, es wäre wieder Alkohol. Wollte den schon nicht anrühren. So, Etage für Etage werden wir jetzt von den Vox befreien und reinigen. Da oben haben wir irgendwas vergessen. Was war denn das? Arzttasche oder was? Ah, jetzt muss ich doch nochmal schnell... Upsala. Es ist eine Arzttasche. Auch eine Möglichkeit, die Leute hochzulocken. Ich hätte jetzt nicht losrennen sollen, aber... Passiert! Da jetzt war der Weg eigentlich umsonst. Da müssen wir weiter umschleichen. Haben sich die Leute wieder beruhigt. Das ist okay so.
sind wir auffällig geworden. Aber naja, auffällig heißt noch lange nicht, dass man uns, ne, gefunden hat. Hat's nur gehört. Aber das ist jetzt nichts fürchterlich Schlimmes. Was gibt's hier? Ein paar Wachen. Was haben wir denn hier? Haarprobe. Munition liegt hier verstreut herum. Ein paar Zellen. Entering Handyman Operation Wing. Boah, dieser Schweinehund. Erfahren wir jetzt etwa, wie die Handymans gemacht wurden? Wir müssen hier nicht rein. Wir werden es aber tun, einfach nur zu gucken. Ich glaube, wir müssen später bestimmt sowieso hier hin. Aber es ist schön, was du kannst jetzt besorgen, verschiebe nicht auf morgen. Was du heute kannst besorgen, verschiebe nicht auf morgen. Chirurgischer Bereich, Handyman. Das ist nicht der richtige Zugang. Ich guck mal kurz nur, sicherheitshalber. Blablabla. Kammer der Panik. Unweit vom Sockel meiner Statue. Der Code lautet 8371. Ich weiß nicht, ob es der ist. Ich versuch's mal. 8371. Das ist nicht der Code. Patientenwachmann. Versuchen wir mal das aus, was uns gesagt wurde, indem wir von irgendwo was runterspringen. Yes! Wunderbar funktioniert. Sprung von oben. Jetzt sammeln wir noch schnell unsere ganzen Sachen wieder ein. Wir haben ja hier ganz schön gewütet gerade eben. Aber hat alles super funktioniert. Bin ich sehr stolz und zufrieden. Wir gucken mal kurz. Ist hier noch irgendwer lebendig? Ob es auf da oben eingesperrt in dem Zimmer? Nö. Wunderbar. Haben wir auch alles hier geklärt im Handyman-Operationszimmerraum. Keine Gefahr mehr. Und jetzt gucken wir mal an, was dieser kranke Schweinebärt fabriziert. Kommt's mir ja schon hoch, ey. Hier sind die Namen von den Leuten, die wahrscheinlich operiert wurden, zu Handymans gemacht. Weiß ich nicht. Boah. Das ist voller Blut und Tod. Ich glaube, das waren... Ich meine, hier waren ja dann scheinbar... Boah, die Leichenteile hier. Ekelhaft. Ekelhaft. Diese Schweinebärte. Schweinebärte. Bestimmt auch lustig. Aber... Nee. Das macht man einfach nicht. Ist
Ich hätte nicht gedacht, dass die wirklich so schwer kaputt zu machen sind. What's going on? Ich dachte eigentlich, dass man die ganz einfach niederhauen kann, aber scheinbar ist das nicht. Hunt you down! Ist das nicht so leicht? Wie ich dachte. Forget it. Na, das funktioniert wenigstens. Keine Ahnung, warum sind die Typen hier so schwer kaputt zu hauen und die anderen aber nicht? Versteht das mal einer? Überall Zigaretten, braucht kein Schwein. Zigarrenbehälter, dann nehmen wir das Geld mit natürlich. Könnten wir jetzt auch reinkrabbeln in den Luftschacht, aber warten noch einen kurzen Moment, laufen erstmal hier herum und schauen uns hier um, ob es hier noch was zu sehen gibt. Tut mir übrigens leid, wenn ihr das, wenn ich das jetzt vielleicht hier sogar auch vorgreife, wenn wir hier später sowieso hin müssen, um keine Ahnung was zu tun, aber keine Ahnung, wenn wir schon mal hier sind, können wir auch reingehen. Uah, schaut euch das an. Die ganzen Arme und mechanischen Arme von den armen Handymännern. Unheimlich. Da leben auch nur noch zwei von denen. Ugh, scary. Diesmal hältst du mich nicht auf, sagen sie. Herzen. Eine Leiche zum Dessert. Wer kennt diesen Film? Der ist übrigens sehr schön. Eine lustige Krimikomödie. Wer sie kennt, natürlich. Nur wer sie kennt, für den, der wird es ja auch vielleicht für witzig erachten. Das ging ja gerade mal so gut. Was mache ich denn jetzt noch? Was mache ich denn hier noch? Durch die Pfütze laufen. Hier sind ja noch zwei Leute, zwei Heinze. Die versuche ich jetzt auch noch auszuschalten. Am liebsten natürlich wäre es mir mit diesem Sprung, was, ich weiß gar nicht, wie es hieß. Sprung des Todes? Ihr wisst schon, was ich meine. Also für die Trophäe. Alles für die Trophäen! Und so. Die laufen die ganze Zeit zu zweit herum, aber das sollte uns keine so großen Probleme bereiten. Ganz wichtig, das Vox davor. Und vielleicht finden wir noch irgendeine Kombination heraus von Edmund Munford. I tell you, William, it's getting so the foxes are afraid of the hens. If Fink was going to hire a bunch of goons to keep an eye on the handyman, he should have found someone less yellow in the belly. Now they're hiding away from Tin Man invalids in their precious little guard room. If you need to get in there on your shift, the code is 2847. Ha, da haben wir jetzt die Kombination erfahren. Die werden wir auch gleich benutzen. Aber erst schleichen wir uns in Lüftungsschacht, weil wir nicht wissen, was uns hier erwartet. Daisy sacrificed herself. Set me up to kill her, to turn me into what? A killer. Yeah, well, mission accomplished. I'm no martyr. How did you do it, Booker? How did you... Elizabeth, I'm not Booker. And neither am I. Das stimmt. Ich weiß nicht, warum es jetzt gerade geladen hat. Aber das ist doch ein guter Zeitpunkt, um die Folge gerade zu beenden mit dieser offenen Frage. Ich weiß nicht, auch wo es da hingegangen wäre. Beim nächsten Mal ergründen wir hier noch die letzten Meter dieser Räumlichkeit. Und dann werden wir weiter nach den Haaren suchen. Bis dahin, bye bye.